Drinnen in der Halle. Die Anspannung bei den Wettkandidaten steigt. Samuel Koch übt für seine waghalsige und gefährliche Wette. In der Show wird der 23-Jährige mit seinen Sprungfedern, sogenannten Power Risern, fünfmal mit einem Salto über ein Auto springen, das direkt auf ihn zufährt. Die Autos werden 25 Stundenkilometer circa fahren. Ich habe eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometer drauf. Das heißt, die Aufschlaggeschwindigkeit liegt bei 50 km/h. Und dementsprechend gefährlich ist das auch. Wenn er nur die Füße erwischt, das gab es schon einige Male, dann dementsprechend witzig ist das, weil dann es ein Doppelsalto wird durch die Rotation. Gottschalk und Hunziker können es bei den Proben kaum mit ansehen. Die Wette von Samuel Koch zehrt ganz besonders an den Nerven. Heute Abend, das wird eine Hammerwette, echt. Also ich muss sagen, ich als Mutter und Thomas als Vater, als wir das gesehen haben und gesagt, mein Gott, das ist unglaublich. Also was dieser Junge leistet, das müsst ihr sehen. Gib mir jetzt das Zeichen und ich sag, top, die Wette gilt. Jetzt hat er das Timing. Noch viermal, Zeit läuft. Eins hat er geschafft. Okay, jetzt hat er noch einen Versuch, also es ist kein Problem, er muss nur in der Zeit bleiben. In der Zeit. Großer Applaus. 3 Minuten, knappe 3 Minuten. Fatih, oder? Nein, das vierte Auto ist Fatih. Das ist das vierte Auto. Das Fatih, ja. Ja. Was für ein Gefühl muss das für diesen Vater sein, wenn ihm sein eigener Sohn vors Auto läuft? Getan? Nein, nein. Sofort den Arzt, bitte. Sofort ein Arzt. Ja? Sofort ein Arzt. Martina! Martina! Hilfe, ich hab. Er hat's bei den Proben jedes Mal geschafft. Okay, hoch. Also sagt uns gleich, wenn er okay ist. Oh. Wir haben es ein paar Mal geprobt und er hat es immer geschafft eigentlich. Und einmal hat es ihn auf dem Hintern gesetzt, aber da ist er sofort wieder aufgesprungen. Sagt uns, ob alles okay ist, bitte. So. Dann können wir jetzt nur hoffen, dass das
ohne größere Konsequenzen. Natürlich würden wir Sie auf dem Laufenden halten. Aber es ist nicht ganz einfach, jetzt in der Situation einfach so weiterzumachen, als wäre nichts, bevor wir nicht wissen, dass es ihm okay geht. Nein, wir müssen wissen. So. Ja, könnt ihr mit ihm sprechen? Puh. Ah, es war eine gefährliche Wette, wir haben es ihm immer auch wieder gesagt, aber er ist natürlich auch so gut trainiert gewesen und hat immer gesagt, er hat das im Griff und ich hoffe, dass jetzt da... Gut. Ein Tuch, wir brauchen ein Tuch, ein bitte. Tuch, wenn das, ein Tuch wenn davor, das alles bitte. Ist, dann... Wir brauchen so. Ein Tuch. Gut, also, schnell. Dann können wir... Ein Tuch, noch eine Trage. Oh. Und eine Lampe. Also, ich mache das ja nun wirklich schon 20 Jahre und wir haben schon viele gefährliche Situationen gehabt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt eine Situation gibt, die ernst ist. Zumindest sieht sie ernst aus. So. Aber... Naja, jetzt... Ausmachen. Ach so, ja, mach mal die Kamera weg. Das ist jetzt nur... Ja, das Kamera ist nur das Licht, also da ist keine... Das ist nur das Licht. Wir brauchen das Licht jetzt. So. Frank, da darf ich jetzt bitte auch mal von der Regie um einen Hinweis bitten, wie wir jetzt weitermachen. Weil ich kann jetzt schlecht... Ja, Thomas, ja. Wir haben im Moment in Mainz, hätten wir ein Ersatzband vorliegen, wo wir uns dann kürzlich zurückmelden, wenn es dann soweit wäre, dass wir dann hier weitermachen. Genau, ja, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt in der Situation... Dass wir kurz nach Mainz abgehen, Thomas, mit einem Ersatzband, wir melden uns dann per Schiffsanwendung ab und gießen weiter. Eben, ja, genau. Ich kann jetzt nicht so weiter moderieren, als wäre nichts passiert. Und wir hoffen natürlich, dass das, was passiert ist, auch... Ja. Ja. Gut. So, ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, also das ist Live-Fernsehen. Wir haben es in den Proben mehrfach... Thomas, kurz die Verabschiedung in die Kamera, dass wir uns... Ach so, ja, okay. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gesehen. Also wir wollen auf gar keinen Fall jetzt in einer Situation, wo hier wirklich ein Notfall vorliegt. Und Sie haben gesehen, wie es dazu gekommen ist. Einfach weitermachen mit Jux und Dollerei. Wir wollen uns... ganz klar vergewissern, dass der junge Mann in Ordnung ist, dass Samuel gut geht. Und dann können wir wieder weitermachen und fröhlich sein, vorher nicht. Und wir bitten Sie, dies zu entschuldigen. Und bis dahin zeigen wir etwas anderes, weil wir hier, wie gesagt, im Studio in einer Live-Situation einfach nicht weiterspielen können, wenn wir nicht wissen, wie es unserem Kandidaten geht. Dankeschön, bis gleich, hoffentlich. Und Herren. Der Kandidat, der gestern Abend in der ZDF-Sendung Wetten, dass schwer gestürzt war, ist in einem kritischen Zustand. Wie die Universitätsklinik in Düsseldorf mitteilte, erlitt der Mann erhebliche Verletzungen an der Halswirbelsäule. Nach einer Notoperation wurde er in ein künstliches Koma versetzt. Moderator Thomas Gottschalk hatte die Sendung gestern nach dem Unfall abgebrochen. Allen Beteiligten war klar, dass es sich um eine gefährliche Wette handelte. Mit speziellen Sprungfedern, sogenannten Power Risern, an den Füßen wollte Samuel Koch nacheinander über 5 fahrende Autos springen. Zweimal ging alles gut, doch beim dritten Sprung wurde der Schauspieler und Stuntman von dem Wagen erfasst und schlug hart auf dem Hallenboden auf. Rettungsteams kümmerten sich sofort um den Bewusstlosen und brachten ihn in die Düsseldorfer Uniklinik, wo er wegen seiner schweren Verletzungen und Lähmungserscheinungen heute Morgen notoperiert wurde. Derzeitig befindet sich der Patient, und das wird auch noch für eine längere Zeit dauern, in einem künstlichen Koma, worauf aufgrund dieser Tatsache sind derzeitig die neurologischen Ausfälle nicht beurteilbar.
Für den Patienten besteht derzeitig keine akute Lebensgefahr. Der Patient ist allerdings weiterhin in einem ausgesprochen kritischen Zustand und muss bis auf Weiteres intensivmedizinisch behandelt werden. Thomas Gottschalk brachte es nicht fertig, nach dem Unfall einfach weiter zu moderieren und brach die Sendung ab. Natürlich ist es für mich als Entertainer eine ganz furchtbare Erfahrung, wenn man Menschen unterhalten will und wenn man sich um seine Kandidaten kümmert. Und es tut mir furchtbar leid und natürlich mir als allen anderen, dass es so geendet ist. Unsere Gedanken sind in diesen Stunden bei unserem Wettkandidaten Samuel. Wir hoffen auf eine baldige und vollständige Genesung. Wir werden es ganz genau untersuchen, was gestern passiert ist. Schon jetzt ist klar, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen werden. So sollen die Sicherheitsstandards für zukünftige Sendungen auf jeden Fall erhöht werden. Ich werde Ihnen so viele Beweise liefern, dass Sie auch nicht die geringsten Schwierigkeiten damit haben werden, zu einer klaren Entscheidung jenseits begründeten Zweifels zu kommen.